Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Meine Damen und Herren, ich werde in meinem Vortrag zuerst mal so einen kleinen Überblick, allerdings wirklich nur einen kursorischen Überblick, über das Thema Eugenik und Rassenhygiene allgemein geben. Das quasi so ein bisschen verorten. Und im Hauptteil vornehmlich über österreichische Entwicklungen reden. Das ist nämlich etwas, was bei uns nicht sehr im Bewusstsein ist. Eine Information, die selten rüberkommt, sozusagen, dass Eugenik und Rassenhygiene auch hausgemacht ist, hier vor der Haustür. Und am Schluss, ganz am Schluss, werde ich darauf einzugehen versuchen, was dieses Thema mit dem insgesamt Thema zu tun hat, warum bei meinem Vortrag drüber steht Vordenker der Vernichtung. Und das kommt ganz am Schluss. Also darauf will ich Sie schon mal einstimmen. Eugenik und Rassenhygiene sind nur ein Teil von biologistischen Theorien, die aus dem 19. Jahrhundert stammen und die mannigfache Interpretationen von menschlichen Zuständen, von gesellschaftlichen Zuständen geliefert haben. Und ich habe hier ein paar quasi schlagwortartig aufgezählt. Ich kann das nur benennen und ein bisschen charakterisieren, aber nicht in die Tiefe gehen dabei. Ich habe jeweils die Theorie benannt mit einem Schlagwort, Hauptautoren und ungefähr den Zeitpunkt, wann diese Dinge das erste Mal aufgebracht wurden. Historisch am ältesten ist eigentlich die sogenannte Rassenanthropologie, deren Urheber ein Mann namens Arthur Comte de Gobineau ist, der 1853 bzw. 1855 einen Essai sur l'inégalité parmi les hommes veröffentlicht hat, einen Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen, wobei man sagen muss, Comte Gobineau ist Schriftsteller, er ist also in Frankreich bis heute als Schriftsteller bekannt, war auch ehemals bei uns bekannt. Sie konnten also als Reklamheftchen Comte Gobineaus Renaissance kaufen, ja? Oder die Lettre persane von Comte Gobineau. De Gobineau ist der Urheber des Begriffes des Arias und mit dieser Geschichtsdeutung, dass sozusagen die Arier alle europäischen Kulturgüter hervorgebracht hätten und so weiter und so fort. Damit beschäftigt sich diese Art von Rassenideologie, die sich dann als Rassenanthropologie am Ende des 19. Jahrhunderts etabliert hat. Davon werde ich nicht reden, aber man muss sozusagen den Unterschied der Rassenanthropologie zur Rassenhygiene sehen. Die Rassenanthropologie beschäftigt sich mit ethnischen Unterschieden. Und das tut die Rassenhygiene primär nicht, sondern es geht um Gesundheit, eventuell um Leistungsfähigkeit von Bevölkerungen. Das heißt, das, was man üblicherweise mit Rassen identifiziert, mit dem Rassendenken, das ist in der Rassenanthropologie verankert, weniger in der Rassenhygiene. Eine weitere sehr einflussreiche Theorie ist die Theorie der Degeneration, die eine ganze Genealogie hat. Ihren Ursprung nimmt von einem französischen Psychiater namens Benedikt Morel, der aus seinen Beobachtungen an Geisteskranken den Schluss zog, dass sozusagen von Generation zu Generation sich das Leiden verschlimmert und vererbt, und Morel als Katholik hat dahinter ein religiöses Vorgehen gesehen, also
die ursprünglichen Menschen versündigen sich und diese Erbsünde wird weitergetragen und mit jeder Generation wird sozusagen das Resultat dieser Sünde weitergetragen und führt zu immer größeren geistigen Schädigungen. Das ist die ursprüngliche Theorie der sogenannten Degenerescence des Benedikt Morel, die dann schon etwa um 1870, 1880 säkularisiert wurde, von nicht-katholischen Psychiatern übernommen wurde und weite Verbreitung gefunden hat. Und diese Furcht vor der Degeneration der Menschheit ist etwas, was sozusagen die Rassenhygiene im 19. Jahrhundert antreibt. Ein ganz wichtiges Interpretationsinstrument ist natürlich die Lehre Darwins. Okay, wir feiern heuer das Darwin-Jahr, ne? Also werden Sie über Darwin genug Informationen bekommen. Darwin ist auch der Miturheber des sogenannten Sozialdarwinismus, das heißt der Rückübertragung seiner für die tierische Evolution gedachten Theorie auf die Gesellschaft. Nun wird manchmal von Naturwissenschaftlern argumentiert, Darwin hat damit gar nichts zu tun, Darwin hat nur am Ende seines Werks über den Ursprung der Arten ganz kurz gesagt, Licht wird auch fallen auf den Menschen. Okay, das steht auch am Ende von The Origin of Species. Aber dabei wird vergessen, dass Darwin 1871 ein eigenes Werk, The Descent of Man, veröffentlicht hat, in der er selber seine Theorien über Variation und Selektion auf den Menschen übertragen hat. Das heißt, er ist Miturheber des, des Sozialdarwinismus, auch des Sozialdarwinismus, also auch der Anwendung seiner Theorie auf die menschliche Gesellschaft, obwohl das natürlich sehr viel stärker von anderen vertreten wurde, etwa von Herbert Spencer, der heute meistens als Soziologe oder als Philosoph wahrgenommen wurde, aber zu seiner Zeit auch als Biologe aufgetreten ist. Jüngeren Datums sind die Entwicklungen der Eugenik und der Rassenhygiene. Der Begriff der Eugenik geht zurück auf Francis Galton, einen Verwandten von Charles Darwin, der ihn 1883 das erste Mal geäußert hat. Es gibt verschiedene Veröffentlichungen von Galton darüber, etwa Hereditary Genius oder andere Werke, in denen er sozusagen immer die Frage stellt, wie können wir die Fähigkeiten, vor allem des Englands seiner Zeit, erhalten und verbessern. Und er identifiziert die Leistungsfähigkeit der Nation immer mit seiner eigenen Klasse, also der professionellen, der professional middle class. Er hat sozusagen, für heute würden wir sagen, okay, das ist völlig vorurteilsbehaftet. Er geht sozusagen her und stellt Genealogien aus dem Who is Who seiner Zeit vor und sagt, okay, man sieht, die hervorragenden Männer seiner Zeit oder meiner Zeit, ja, sind alle miteinander verwandt und die Fähigkeiten laufen einfach in Familien und das kann man sozusagen am Who is Who ablesen. Ja? Keine Idee davon, wie das ausgewählt ist, wie das zugerichtet wird, wer in so einem Lexikon interviewt wird und. Ja? Erst sehr viel später kommt man drauf, okay, es gibt sozusagen Aufsteiger, die sozusagen in diese Leistungselite aufsteigen aus ganz einfachen Verhältnissen und. Das kommt dazu. Aber das ist so eine Obsession, die Galton hat. Und das ist auch sozusagen die Prägung, die der englischen eugenischen Bewegung gegeben hat. Es geht um Leistungsfähigkeit, soziale Leistung, Achievement. Ja? Eine vornehmliche Untersuchungsmethode, die auch die englische Eugenik sehr bald von anderen Dingen unterscheidet, ist etwa die Intelligenzmessung. Ja? Messende Verfahren. Galton ist gleichzeitig der Urheber der Biometrie und damit wesentlicher statistischer Verfahren bis heute.
Das heißt, die Statistik beruft sich bis heute auf Galton und vor allem dann seinen Nachfolger Pearson und muss sozusagen das eher negativ bewertete eugenische Gedankengut sozusagen verstecken, wegdrängen, sagen, okay, das hat es auch gegeben, aber damit beschäftigen wir uns nicht, damit haben wir nichts mehr zu tun. Ja. Rassenhygiene dagegen ist einerseits so etwas wie die deutsche Übersetzung des englischen Wortes Eugenik, aber sie ist später entstanden und auch relativ konfliktreich. Es gibt einen in der frühen Rassenhygienebewegung komisch anmutenden Streit. Soll es nun Rassenhygiene mit N heißen oder Rassehygiene mit E ohne das N? Weil Rassehygiene würde heißen, die Hygiene der Rasse. Auf Englisch, the hygiene of the human race. Also die Hygiene der menschlichen Rasse. Während bei Rassenhygiene immer der Unterschied von mehreren Rassen im Sinne des anthropologischen Rassismus dahinter stecken kann. Nicht muss, aber kann. Und diese Verwischung ist etwas, was sozusagen dem deutschen Begriff Rasse oder Rassenhygiene seine changierende Wirkung gibt und auch sozusagen die enge Verbindung zum Rassismus, die nicht automatisch bei dem britischen Eugenics dahinter steckt. Okay, ich gehe gleich auf die erste Entstehung der Rassenhygiene in Deutschland ein. Und man muss sagen, okay, am Anfang sind es sehr isolierte Veröffentlichungen. Wilhelm Schallmeier, ein Nervenarzt, deutscher Nervenarzt, veröffentlicht ein Buch über die drohende körperliche Entartung der Kulturmenschheit und die Verstaatlichung des ärztlichen Standes. Und es geht eben um das, was wir schon kennen, nicht die Degenerationstheorie und die Frage, wie kann diese körperliche Degeneration oder Entartung aufgehalten werden? Oder wie kann ihr entgegengearbeitet werden? Schallmeier verbindet das gleichzeitig mit einer anderen Lehre, wie soll der ärztliche Stand organisiert sein? Das heißt, ist es nicht so, dass privat arbeitende Ärzte, die für den einzelnen Patienten tätig sind und von ihm bezahlt werden, überhaupt keine allgemeinen, nämlich die körperliche Entartung, entgegenwirkende Momente anwenden können, weil sie sozusagen von den Patienten abhängig sind. Das ist die Idee dahinter. Und daher plädiert Wilhelm Schallmeier für die Verstaatlichung des Ärztestandes. Das ist etwas, was in der frühen Rassenhygienebewegung immer wieder Thema ist und mit der Standesideologie seiner Zeit durchaus überhaupt nicht zusammengepasst hat. Also ein Streitpunkt, der da auch dahinter steckt. Man muss sagen, okay, das ist eine eher periphere Publikation. Hätte es nicht den Nationalsozialismus gegeben, hätte es nicht die Zwangssterilisation und später die Tötung der Geisteskranken und alle möglichen anderen Dinge gegeben, würden wir darauf, auf diese Schrift nie zurückkommen. Ja, sie wäre völlig unbedeutend. Fast ähnlich ging es der Schrift des Alfred Plötz, Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schwachen, auch eine erste Publikation. Plötz ist junger Arzt, hat sich aber als Student mit einem Zirkel von Leuten an der Universität Zürich mit Fragen der Vererbung und der Gesellschaftsgestaltung auseinandergesetzt. Und das liegt etwa 10 Jahre vor seiner Veröffentlichung. Es ist ein Zirkel von Leuten, die man von der Universität Breslau, und diese Leute beginnen, bis nach Jena und dann nach Zürich verfolgen kann. Dazu gehören ein bekannter Schriftsteller wie Gerhard Hauptmann, sein
weit weniger bekannter Bruder Karl Hauptmann, ebenfalls Schriftsteller. Und in den Stücken von Gerhard Hauptmann finden Sie viele Gegenstände, die also quasi für diese Rassenhygieniker typisch sind. Natürlich das Drama oder auch die Romane des Naturalismus sind geprägt von der Tatsache oder der Interpretation, dass Menschen von Erbe und Umwelt geprägt sind. Und auf dieses Erbe gehen diese Leute hier nun ein und versuchen sozusagen mit medizinischen Mitteln die Erbtheorie zu klären. Jena ist ein ganz besonderer Punkt, weil dort diese junge Gruppe von Leuten, die aus Breslau kommt, dem Einfluss des Zoologen Ernst Haeckel ausgesetzt ist, der sozusagen für seine Zeit die darwinschen Theorien in Deutschland vertritt, ein enormes Renommee hat, jemand, der gleichzeitig wahrscheinlich einer der ersten Medienwissenschaftler ist, ja, also in den Medien populär gemachten Wissenschaftler und jemand, der dieses Metier also perfekt beherrscht. Von daher kriegt also diese junge Generation die Lehren Darwins mit. Und bei August Fürell in Zürich und anderen, das ist ein Physiologe, Justus Gaule zum Beispiel, werden verschiedene Fragen der Vererbung von Geisteskranken und ähnliche Dinge diskutiert. Diese junge Gruppe von Leuten entschließt sich in diesen Jahren abstinent zu werden. Das ist auch der Einfluss August Forels, der ein großer Apostel des, also der Abstinenz von alkoholischen Getränken ist. Das macht sozusagen den kulturellen Hintergrund dieser Gruppe aus, mit der Alfred Plötz über Jahrzehnte später Kontakte haben wird. 1903 oder schon 1901/2 passiert etwas, dass ein Preisausschreiben in Deutschland ausgeschrieben wird von jemandem, von dem man nicht weiß, wer er eigentlich ist. Das stellt sich nachher heraus, dass es niemand anderer als Alfred Krupp, also der Inhaber der Firma Krupp ist, und zwar der jüngere Krupp, der eigentlich gar nicht Firmeninhaber sein will, sondern eher Naturforscher und von daher die Wissenschaften zu fördern versucht. Ein Preisausschreiben finanziert, das unter dem Motto steht oder unter der Frage: Was lernen wir aus der Deszendenztheorie für die Gesetzgebung und innerpolitische Entwicklung der Staaten? Es wird dazu ein relativ hoher Preis ausgeschrieben, das heißt, es werden mehrere Preise verteilt und insgesamt werden etwa 15 Arbeiten eingereicht und Wilhelm Schallmeier gewinnt den ersten Preis mit seiner Schrift Vererbung und Auslese im Lebenslauf der Völker, die dann auch publiziert wird. Es werden insgesamt etwa 10 dieser eingereichten Schriften publiziert bis zum Ersten Weltkrieg. Und das ist ein öffentliches Ereignis, das erstmals Rassenhygiene in eine breitere Öffentlichkeit bringt. Im Jahr darauf gründet Alfred Plötz das Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, also quasi die erste Fachzeitschrift dieser neuen Wissenschaft, und das wird von diesen Leuten als Wissenschaft konzipiert, als Wissenschaft, die einerseits Wissenschaft sowie die Naturwissenschaften sein soll, wenn auch mit Anwendung auf die Gesellschaft, andererseits anwendungsbezogen mit Vorschlägen auf die Gesellschaftsgestaltung. Ja, das heißt ja auch Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Also es sind Vorschläge, wie man sich vorstellt, dass Gesellschaft biologisch funktioniert und wie man Reformen einleiten kann auf biologischer Grundlage. Das ist sozusagen der Gedankengang dahinter. 1905 gründet Plötz die Gesellschaft für Rassenhygiene, vorerst in Berlin. 1907 wird eine erste Gesellschaft in München gegründet und dann gibt es Regionalgesellschaften in Freiburg, in Stuttgart, in allen möglichen Orten.
Es ist auch so, dass diese frühen Rassenhygieniker dann versuchen, noch vor dem Ersten Weltkrieg, in anderen Staaten diese neue Lehre zu verbreiten. Plötz hat unter anderem Österreich besucht, hier mehrere Leute kontaktiert, unter anderem den bekannten Mäzen, den Grafen Wilczek, also das ist der Erbauer der Burg Kreuzenstein, aber jemand, der auch hinter dem Roten Kreuz steckt und hinter allen möglichen Initiativen in der Gesellschaft, den hat Alfred Plötz angesprochen. Wilczek verspricht, in Österreich eine Rassenhygienegesellschaft zu gründen, ähnlich der Pathologe Anton Wechselbaum, auf den ich dann noch zurückkomme. Aber es passiert in Österreich nie etwas bis zum Ersten Weltkrieg. Erst in den 20er Jahren werden in Österreich rassenhygienische Gesellschaften gegründet. Im Vergleich dazu sind die Propagandisten dieser Lehre in Skandinavien sehr viel erfolgreicher. Es gibt 1913 70 Mitglieder in ganz Schweden. Ja, das ist enorm. Ja, man muss sagen, okay, die gesamte Rassenhygienegesellschaft in Deutschland hat ein paar hundert Mitglieder. Und dabei ist es noch meistens so, dass neben dem Mann meistens so die Ehefrau und die Kinder Mitglieder sind. Ja, weil quasi der ganze Züchtungsgedanke auch auf die eigene Community angewandt wird und von daher sozusagen die Familienmitglieder auch Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Also man hat die Vorstellung, okay, man muss auch sich selbst züchten oder die eigene Deszendenz reinhalten und dergleichen. Das sind die frühen Organisationsformen der Rassenhygiene in Deutschland. Und man muss sagen, Rassenhygiene als organisierte Vereine hat nie viel mehr als ein paar hundert, vielleicht 1000, 1500 Mitglieder in Deutschland gehabt. Es sind sozusagen die Experten, die sich dahinter verstecken und die enorm wichtige Entscheidungsträger ansprechen, die über diesen Weg Einfluss ausüben, also quasi als Experten. Wenn man die soziale Verankerung der Rassenhygiene sich anschaut, muss man sagen, bleibt sie eigentlich im Großen und Ganzen relativ mickrig. Ein Blick darauf, wie es international ist. Okay, es gibt 1905 die Gesellschaft für Rassenhygiene in Berlin. In England, obwohl Galton dem viel früher vorausgegangen ist, kommt es erst 1908 zu einer Eugenics Education Society, die unter vielen verschiedenen Namensänderungen bis heute existiert, das muss man dazu sagen. In den USA wird 1910 mit Unterstützung der Carnegie Stiftung das Eugenics Record Office in Cold Spring Harbor gegründet. Cold Spring Harbor ist schon zu diesem Zeitpunkt ein Ort, wo biologische Forschung läuft und es wird sozusagen dort ein quasi eugenisches Forschungsinstitut gegründet. Es gibt verschiedene unterschiedliche amerikanische Eugenikgesellschaften, die sich erst 1920 zu der einen American Eugenics Society zusammenschließen. Aber schon 1912 kommt es zum ersten internationalen Eugenikkongress oder ersten internationalen Eugenikkonferenz in London, wobei die Briten nicht ganz glücklich sind über den Machtanspruch von Alfred Plötz und den Deutschen, die sozusagen Skandinavien organisiert haben und versuchen, also Österreich-Ungarn zu organisieren und andere Länder, während sozusagen die Briten eher eine andere internationale Orientierung, teilweise auch eine andere fachliche Orientierung anstreben. Durch den Ersten Weltkrieg wird diese internationale eugenische Zusammenarbeit, die immer so ein bisschen problematisch war, unterbrochen. Erst 1921 kommt es zur zweiten internationalen Eugenics-Konferenz in New York. Und 1925 bis 1939 kommt es zu einer konstanten Zusammenarbeit dieser internationalen Gesellschaften in der International Federation of Eugenics Organizations oder IFEO.
Wobei die jeweiligen Ländergesellschaften, also einen oder zwei Delegierte bei diesen Konferenzen der IFEO stellen. Und es gibt, man muss sagen, okay, Eugenik und Eugenikorganisationen sind vor allem etwas, was sich in protestantischen Ländern ausbreitet, also im angloamerikanischen Bereich, in Skandinavien, Deutschland. Es ist sehr viel problematischer in den katholischen oder romanischen Ländern. Es gibt später in den 30er Jahren sozusagen eine Entwicklung, dass vor allem die romanischen Länder, Frankreich, Spanien, Südamerika, sich gegen die anglosächsische Dominanz in der Eugenik abzusetzen versuchen und eine eigene quasi lateinische oder romanische Form von Eugenik zu betreiben versuchen. Aber es gibt Eugenik auch in kolonialen Zusammenhängen. Also in Indonesien, im damaligen holländischen Indien, wird zuerst eine Eugenikgesellschaft gegründet, bevor es in Holland zur Gründung einer Eugenikgesellschaft kommt. Also das ist eine internationale Bewegung. Selbst in Indien ja, gibt es Eugenikbewegungen. Man muss natürlich sagen, okay, heute hat sich das völlig verschoben. Heute ist das Land, in dem sozusagen am aktivsten und unkritischsten Eugenik betrieben wird, China. Ja? Während in der westlichen Welt Eugenik absolut in die Kritik gekommen ist, wird Eugenik in China völlig unkritisch betrieben. Ja? Okay, ich kann das hier nur andeuten, aber das sozusagen zu dem Weltkontext. Hier sehen Sie das Logo der zweiten internationalen Eugenics-Konferenz in New York. Und vielleicht ist das Motto nicht ganz untypisch. Wie ein Baum zieht die Eugenik ihre Materialien aus verschiedenen Quellen und organisiert sie in ein harmonisches Ganzes. Das ist sozusagen die Vorstellung. Und was Sie da sehen, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, ja, aber das ist so von Anatomie und Physiologie und Biologie bis hin zu, da unten kommt also Law and Politics and Statistics and Economics, Biography, Genealogy, ja, also Genealogie, Biografie, all das wird sozusagen zusammen gemixt zur Eugenik, die dann ein organisches Ganzes, ein Baum sein soll. Mit solchen bildlichen Vorstellungen sind Eugeniker immer wieder in die Öffentlichkeit getreten. Nun, wie spielt sich das in Österreich ab? Was passiert bei uns? Man muss sagen, im internationalen Vergleich passiert bei uns zuerst mal gar nichts. Es gibt vor 1918 Einzelvertreter von Eugenik, isolierte Personen, die aber teilweise an entscheidenden Stellen sitzen, und zwar nicht in Österreich, sondern in Deutschland. Und erst in den 20er Jahren organisiert sich auch Eugenik in Österreich. Zwischen 1923 und 1926 werden eine Vielzahl von deutschnationalen Rassenhygienegesellschaften in Österreich gegründet. Daneben gibt es ja so etwas wie sozialistische Eugenik oder eher vereinzelte Sozialisten, die als Eugeniker auftreten. Das ist sozusagen eine eigene Strömung, allerdings auch eine Minderheitenströmung in der Sozialdemokratischen Partei. Es gibt eine kurze Phase, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, wo es scheinbar dazu kommt, dass überparteilich in der Eugenik zusammengearbeitet wird, auch in Österreich. Das ist nämlich etwas, was in anderen Ländern typisch ist, dass Eugeniker aus unterschiedlichen politischen Strömungen sich als Eugeniker in einer Organisation zusammenfinden und als Eugeniker auf die unterschiedlichen Parteien wirken. In Österreich ist das eher umgekehrt. Österreich ist politisch so zersplittert geprägt, dass selbst in der Eugenik es nach Parteien unterschiedlich lief.
Und das macht sozusagen die Nichtwahrnehmung dieses Feldes in Österreich auch aus, dass man sozusagen das alles marginalisieren konnte und die jeweilige Gruppe hat sozusagen so getan, als hätte es das nie gegeben. Ja? Also die österreichische, die SPÖ oder auch bis heute sozusagen das konservative Lager, okay, am wenigsten verstecken konnte es man natürlich im deutschnationalen Bereich. Aber diese Zusammenarbeit ist von kurzer Dauer und zerbricht in Österreich auch sehr schnell wieder. Und ab 1931 kommt es zu einer Entwicklung von katholischer Eugenik, ganz eigener Prägung. Ich gehe dann noch darauf ein, warum das so ist. Einige dieser Einzelvertreter, das ist Max von Gruber, heute jemand, der weitgehend unbekannt ist. Schon während der nationalsozialistischen Zeit hat man ihn gar nicht mehr erinnert, obwohl er in der Frühzeit der deutschen Rassenhygiene eine der einflussreichsten Persönlichkeiten war. Max von Gruber ist ein Österreicher, in Wien geboren, in Wien ausgebildet. Allerdings seine fachliche Ausbildung zum Hygieniker macht er in München durch, bei Max von Pettenkofer und Karl Voigt, wie die meisten österreichischen Hygieniker. Er wird Professor für Hygiene zuerst in Graz, dann in Wien, immerhin 15 Jahre lang, auch eines der einflussreichsten Mitglieder des Obersten Sanitätsrates. Und 1902 geht er nach München, weil dort die Arbeitsbedingungen wesentlich besser sind. Und in diesen Jahren übernimmt er zum Beispiel als Vorsitzender die Rolle, also des Vorsitzenden in der Münchner Gesellschaft für Rassenhygiene. Er ist 1911 der Initiator der ersten öffentlichen Präsentation von Rassenhygiene im Rahmen der Internationalen Hygieneausstellung in Dresden. Das ist eine riesige Show auf einem großen Ausstellungsgelände in Dresden, finanziert von dem Odol-Wasserfabrikanten Lingner. Ja, also es sind natürlich auch Werbeinteressen dahinter, ja, der Gesundheitsindustrie, der Hygieneindustrie, all das steckt dahinter. Und es werden etwa 32 Ausstellungen präsentiert. Darunter ist die Rassenhygieneausstellung eine. Ja? Und sie ist erst nachträglich in das Programm überhaupt hineingekommen, was man beim Studium der Vorprogramme entnehmen kann. Das heißt, etwas, was so gerade noch anlandete mit enormen Einfluss, vor allem von Münchner Leuten, nämlich von Max von Gruber und auch des Psychiaters Emil Kraepelin, wahrscheinlich des damals einflussreichsten Psychiaters in Deutschland. Und das ist das Werk, also der Ausstellungskatalog ist das Werk Max von Grubers, zusammen mit einem ganz jungen Eugeniker, Ernst Rüdin, der dann sozusagen zum großen Ideologen der Rassenhygiene während des Nationalsozialismus werden sollte. Und ganz zum Schluss habe ich hingeschrieben, ja, okay, und Max von Gruber ist auch Vorsitzender der Deutschen Vaterlandspartei. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich kaum kennen werden. Die Deutsche Vaterlandspartei ist eine Massenorganisation am Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland, die auf der extremen Rechten Unterstützung in der Bevölkerung für den deutschen Siegfrieden organisieren sollte. Das heißt, es ist die äußerste extreme politische Rechte, der Max von Gruber da angehört. Später allerdings, in den 20er Jahren, wird Gruber kritische Äußerungen über Adolf Hitler machen, den er eher in psychiatrischen Termini diagnostiziert. Das ist möglicherweise auch der Grund des Schweigens über Gruber im Nationalsozialismus. Aber davor ist eine vielfältige politische Entwicklung. Um 1870 war Max von Gruber Sozialist, das heißt als Student. Er ist ein Freund von Viktor Adler und Engelbert Bernersdorfer, das ist der Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, die natürlich auch eine Vielzahl von Wandlungsschritten durchgemacht haben. In den 1890er Jahren gehört Max von Gruber zu den sogenannten
österreichischen oder Wiener Fabian, also Sozialreformer. Er ist kandidiert für die Sozialpolitische Partei zum Reichsrat. Also er ist quasi ein sozialreformerisch eingestellter Liberaler, der sich allerdings gleichzeitig auch von einem antisemitischen Wahlkomitee unterstützen lässt. Er steht in Kontakt, engen brieflichen Kontakt zu Auguste Fickert, der Vertreterin des radikalen Flügels der österreichischen Frauenbewegung. Also alle diese vielen verschiedenen Seiten gibt es, die letztlich in den späteren Jahren auf der politischen Rechten enden und in der Unterstützung der Rassenhygiene. Ein weiterer Vertreter ist Ignaz Kaup, noch unbekannter, obwohl er österreichischer Staatssekretär für Gesundheit in der ersten republikanischen Regierung war, von November 1918 bis März 1919, mit einer Vielzahl von Stationen. Er ist Assistent des schon erwähnten Max von Gruber am Hygieneinstitut, er ist Amtsarzt in Floridsdorf, er wird zum Gewerbehygieniker, sowohl im Handelsministerium als auch als Professor an der Technischen Universität in Wien. Zu diesem Zeitpunkt werden Sie kaum irgendwas Rassenhygienisches bei ihm merken. 1907 geht er nach Deutschland und wird Abteilungsleiter für Sozialhygiene in der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in Berlin und gleichzeitig Gewerbehygieniker an der Technischen Hochschule Charlottenburg. Und da taucht das erste Mal Rassenhygiene auf. Bei Leuten wie Kaup, auch bei anderen, ist Rassen- und Sozialhygiene austauschbar. In der Zentralstelle für Volkswohlfahrt geht es um Vorschläge für Sozialpolitik für die politische Rechte Deutschlands, das heißt vor allem für die Reichs- und Freikonservative Partei und die Konservativen, also die Großagrarier und Großindustriellen im wilhelminischen Deutschland. 1912 wechselt er nach München zu Max von Gruber, seinem ehemaligen Wiener Lehrer, kriegt eine sozialhygienische Abteilung am Hygieneinstitut und vertritt noch stärker Rassenhygiene. Sozusagen seine Abteilung ist eigentlich diejenige, die Gesellschaftsfragen umsetzen soll an Max von Grubers Institut. Dann kommt ein Einsatz im Krieg. Anfang 1917 verlangt ihn die Münchner Uni zurück von der österreichischen Armee, nicht? Kaup ist noch immer österreichischer Staatsbürger. Das ist so etwas kompliziert. Und 1917 wird er nach Österreich geholt als einer der einflussreichsten Leute in der Gründung eines österreichischen Volksgesundheitsministeriums. Und nach einer kurzen Ministerschaft von einem Chemiker aus Prag, nämlich Herrn Horbatschewski, wird er in der ersten republikanischen Regierung Staatssekretär für Volksgesundheit, also der Vorgänger des viel berühmteren Julius Tandler, der an dieser Stelle dann sozusagen das Geschäft für 1,5 Jahre von 1919 bis 20 übernimmt. Und er wird nach Angriffen auf seinen Nachfolger Julius Tandler als Sektionschef dieses Ministeriums hinausgeschmissen, unter großem Protest der Universität Graz, der Universität Innsbruck, aller alpenländischen Ärztekammern, nur nicht der Wiener. Ja. Auch die Wiener Universität hat nicht demonstriert dagegen. Er ist ganz eindeutig sozusagen der ministerielle Vertreter der Deutschnationalen in dieser Koalitionsregierung, in der Deutschnationale eigentlich nicht vertreten sind. Ja. Das ist der Hintergrund. Und 1920 kehrt er wieder nach München zurück. Wird wieder Professor, allerdings erhält nicht alle die Posten, die er vor 1917 hatte, zurück. Und er gerät in eine heftige Kontroverse mit dem deutschen, jungen deutschen Rassenhygieniker, der 1923 den Lehrstuhl für Rassenhygiene in München übernimmt, nämlich mit Fritz Lenz. Das Buch von Kaup heißt Volkshygiene oder selektive Rassenhygiene und es ist in Deutschland sozusagen fast als eine Opposition gegen die selektive Rassenhygiene von Leuten wie Fritz Lenz, dem deutschen Eugeniker, interpretiert worden. Also ein Widerständler, weit gefehlt. Kaup ist wesentlich radikaler, nämlich radikaler antisemitisch. Er tritt gegen den nordischen Standpunkt
von Fritz Lenz auf, also den nordischen Standpunkt in der gesamten rassenhygienischen Bewegung, was nicht so erstaunlich ist. Er kommt aus Marburg an der Drau, also typisch dinarisch nach der Rassendiagnostik der Nazis. Ja? Und das ist ein Punkt, den die Österreicher immer hatten, ja? Vor allem im Nationalsozialismus. Ja? Wenn man sich sozusagen die Personalakten anschaut und die Rassendiagnostik, dann merkt man, aha, nordisch mit dinarischem Einschlag oder dinarisch mit nordischem Einschlag oder sowas. Das ist immer die Diagnostik bei den Österreichern. Ne? Das spielt hier schon eine Rolle. Er tritt also gegen Lenz auf und sagt, es geht um die Ertüchtigung. Ja, er ist Sporthygieniker, ist in den Sportverbänden Bayerns in den 20er Jahren organisiert. Und vor allem geht es gegen die Absetzung von den Juden. Sehr konsequent wird er 1934 Hauptleiter des Kampfbundes der Deutsch-Österreicher im Reich, eine kaum bekannte Organisation, wie nämlich sozusagen die Österreicher in Deutschland sich für den Nationalsozialismus engagiert haben. Das ist eine Organisation, die heute kaum studiert ist. Ich erwähne hier nur ein paar andere Vertreter. Schon vorhin hatte ich erwähnt Anton Weichselbaum, der von Alfred Plötz angesprochen worden war, einflussreicher Pathologe in Wien. Er kommt auf Eugenik und Rassenhygiene in seiner Rektoratsrede 1912 zu sprechen. Völlig isoliert. Es gibt keine große Resonanz darauf. Aber er thematisiert das. Und er hat Vererbung und Vererbungstheorien bereits in einem prominenten Vortrag über Tuberkulose 1902 in der Gesellschaft der Ärzte thematisiert, wo es um Vorschläge für Tuberkulosebekämpfung ging. Und in der nachfolgenden Debatte eines Spezialkomitees werden alle seine Vererbungstheorien ausgeschieden und übrig bleibt ein rein soziales Programm der Tuberkulosebekämpfung. Also es gab immer wieder solche Initiativen, die aber zu nichts führten in Österreich. Etwas anderes, hochüberraschend, Hans Spitzi, ein bekannter Orthopäde, veröffentlicht 1914 ein Buch, Die körperliche Erziehung des Kindes. Die Einleitung ist voll von Rassenhygiene und Eugenik. Das ist wahrscheinlich das markanteste eugenische Buch, das Sie in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg finden. In einem Feld, wo man es auf Erste nicht vermuten würde. Ja, okay, es geht um die gute, formschöne Entwicklung von Kindern. Ja, und was kann man durch Körperpflege und durch körperliche Ertüchtigung bei Kindern tun? Spitzi ist sowohl jemand, der die Orthopädie geprägt hat, wie auch die Turnlehrerausbildung. Und es ist dann die Turnlehrerausbildung, in der später sozusagen Eugenik und Rassenhygiene verankert werden in der Österreichischen Republik. Natürlich gibt es eine breite Vererbungsdiskussion in der Psychiatrie, auch in Österreich, bislang wenig studiert, aber sie ist vorhanden und es gibt etwa eine Einzelinitiative in der Wiener Soziologischen Gesellschaft, wird 1914 eine eugenische Sektion gegründet, es wird vermerkt, es werden zwei Namen genannt, Julius Tandler, okay, jemand, der in den 20er Jahren für die sozialistische Eugenik bekannt wird und Paul Kammerer, ein Biologe, ich will auf ihn jetzt nicht viel näher eingehen, aber mehr, was da dahinter steckt, wissen wir über diese frühe Sektion nicht. Die eigentliche Rassenhygiene sei das Werk Heinrich Reichels, so hat Alfred Plötz in einem biografischen Artikel in den 30er Jahren formuliert. Und das ist dieser Vertreter. Auch er hängt wieder mit demselben Institut, an dem Max von Gruber, an dem Ignaz Kopp waren, zusammen. Etwas später ist 1905 bis 1924 am Hygieneinstitut der Universität Wien, beschäftigt sich auch mit anderen Dingen, also zum Beispiel mit Desinfektionsfragen, mit der Theorie der Desinfektion, also ganz abstrakten hygienischen Themen. Aber er ist vor allem als Vertreter der Rassenhygiene bekannt geworden. Er ist 1924 bis 1933 Vorstand einer Abteilung für Amtsarztausbildung und soziale Hygiene des Wiener Hygieneinstituts. Und an dieser Einrichtung werden vor allem Leute in Richtung Rassenhygiene geprägt und ausgebildet in den 20er Jahren.
1933 wird er nach Graz berufen, setzt dort seine eugenische Tätigkeit fort und sehr ironisch wird er 1942, 43, also ist etwas unklar. Es könnte sich um Schizophrenie gehandelt haben. Es könnte sich allerdings auch um politische Konflikte gehandelt haben. Er soll angeblich an Kaltenbrunner herangetreten sein, also Ernst Kaltenbrunner vom Reichssicherheitshauptamt gegen die Politik in der Südsteiermark protestiert haben. Das ist so etwas unklar, auch die Familie das schildert. Auf jeden Fall wird er im Sanatorium Reckerwinkel untergebracht. Ich glaube, ein Neffe von ihm, der Mitglied der SS ist, versucht, alles in Bewegung zu setzen, um seinen Onkel da rauszukriegen, damit er nämlich nicht Opfer der Euthanasieaktion wird, weil nämlich der Inhaber des Sanatoriums Reckerwinkel, einer privaten psychiatrischen Einrichtung, der ist Gutachter der T4-Aktion, Anton Fehlinger. Und das weiß man in diesen Kreisen und man versucht, ihn herauszukriegen, aber im folgenden Jahr stirbt Heinrich Reichl. Nun, was ist seine Mitwirkung oder seine Wirkung für die Rassenhygiene? Er ist der erste Hochschullehrer, der in Österreich eine Vorlesung über Rassenhygiene in Österreich hält, und zwar kontinuierlich seit 1919, ohne Studiengebühren. Ja? Die erlässt er seinen Studenten, die in diese Vorlesung gehen. Er ist 1922 Mitglied eines gesundheitlichen Beratergremiums des Bundespräsidenten Michael Heinisch und schreibt dafür Grundlinien einer Rassenhygiene in Österreich, die auch in den Veröffentlichungen des Volksgesundheitsamtes veröffentlicht werden, eine 50-seitige Broschüre. Er ist Mitgründer 1924 der Grazer Gesellschaft für Rassenhygiene. Er beeinflusst die Ausbildung der österreichischen Amtsärzte in rassenhygienischem Sinn ab 1924. Und er ist stellvertretender Vorsitzender der Wiener Gesellschaft für Rassenpflege, beziehungsweise ab 1933 deren Ehrenpräsident. Und auch ab 1928 österreichischer Delegierter zu diesem internationalen Dachverband, den ich erwähnt habe, also die International Federation of Eugenics Organizations. Schließlich auch im Vorstand des Österreichischen Bundes für Volksaufartung und Erbkunde, also dieses lagerübergreifenden Verbandes, und setzt auch 33, also seine Tätigkeit in Graz, in rassenhygienischem Sinn ungebrochen fort. Er ist wahrscheinlich die markanteste mit der Rassenhygiene identifizierbare Figur in der Ersten Republik. Nun, die Gründung der deutsch-nationalen Rassenhygienegesellschaften. Die erste dieser Gesellschaften wird am 23.09.1923 hier in Linz als Oberösterreichische Gesellschaft für Rassenhygiene gegründet. Man muss sagen, es gibt ein paar wenige Protokolle, was in dieser Gesellschaft passiert ist. Es sind vor allem die etablierten Primarärzte, Richard Chiari als Leiter der internen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses, Herr Ertl als Leiter der Landesfrauenklinik, ja, auch pensionierte Leute wie Josef Stalinger, der sich nach Linz zurückgezogen hat, ehemals Direktor von Mauer Oehling, also da drüben in Niederösterreich, der sozusagen Psychiatrie und Rassenhygiene verbindet. Und man versucht sozusagen im Bildungsbürgertum geistesprägend zu sein. Man veranstaltet Vorträge, manchmal drei Vortragende auf einmal, so etwa in der Konstellation Chiari, Ertl, Stalinger, in einer Schule, ja, also vor allem in den oberösterreichischen Gymnasien. Das ist sozusagen die Tätigkeit, die dokumentiert ist. Januar 1924 wird eine dementsprechende Grazer Gesellschaft für Rassenhygiene gegründet, mit wahrscheinlich dem Protagonisten Rudolf Polland. Und ebenfalls 1924 eine deutsche Gesellschaft für Rassenpflege in Wien. Das ist eine studentische Gesellschaft, die mit dem Kulturamt der deutschen Studentenschaft in Verbindung steht, also dem berühmt-berüchtigten Robert Körber. Sein Buch Rassesieg in Wien von 1938 ist also eine der berüchtigten Veröffentlichungen. Aus diesen Kreisen gehen dann, das sind junge Studenten, gehen dann Eugeniker der 60er Jahre hervor, die also einen Verein für freiwillige Erbpflege
1961 gegründet haben. Die kommen aus dieser Gesellschaft. Die allergrößte Gesellschaft unter diesen deutsch-nationalen Gesellschaften ist die Wiener Gesellschaft für Rassenpflege unter dem Vorsitzenden Otto Reche, einem Anthropologen, der allerdings ein paar Jahre später Wien verlässt und dann vor allem in Leipzig wirkt. Die Wiener Gesellschaft für Rassenpflege hat allerdings dann in der NS-Zeit einen höchsten Mitgliederstand von über 1000 Mitgliedern. Ja? Das ist schon eine beträchtliche Größenordnung. Über die 1926 gegründete Gesellschaft für Rassenhygiene in Freistadt, Oberösterreich, wissen wir nichts. Sie wird nur im Zusammenhang mit der Oberösterreichischen Gesellschaft berichtet. Und schließlich muss man auch noch die Deutsche Gesellschaft für Blutgruppenforschung, die 1926 mit erheblicher Unterstützung des Wiener Polizeipräsidiums gegründet wurde, dazuzählen. Alle diese Gesellschaften haben intern den Aria-Paragraphen. Es werden keine Juden aufgenommen. Das steht zwar nicht explizit drin, aber es ist so. Es werden keine Juden aufgenommen. Und später wird zum Beispiel eine möglichst niedrige Parteinummer für Otto Reche mit der Begründung gefordert. Also er hat die Deutsche Gesellschaft für Blutgruppenforschung gegründet und das war schon eine getarnte nationalsozialistische Gesellschaft. Er hat sich schon immer für die nationalsozialistische Bewegung eingesetzt und. Ja. Das heißt, diese Gesellschaften sind im kulturellen Umfeld der deutschnationalen Parteien angesiedelt. Dazu gehören sie auch quasi in der Studentenschaft, im Bildungsbürgertum. Das ist sozusagen eigentlich der zahlenmäßig größte Faktor der österreichischen Rassenhygiene. Daneben gibt es vereinzelte und einzeln nennbare sozialistische Eugeniker und die ich Ihnen hier aufzähle, sind es eigentlich fast alle. Ja? Viel mehr als diese werden Sie nicht finden. Natürlich am bekanntesten ist Julius Tandler als Anatom und Gesundheitspolitiker, also Wiener Stadtrat für Gesundheitswesen. Ich will auf seine vielen, teilweise sehr bekannten Äußerungen zu diesen Fragen nicht eingehen, sondern ein paar der anderen benennen, die meistens überhaupt nicht bekannt sind. Unter anderem Karl Kautsky Junior, ein Gynäkologe, Leiter der Wiener Eheberatungsstelle von 1922 bis 1934, wo es sozusagen darum ging, Paare im gesundheitlichen Sinn zu beraten und ihnen möglicherweise bei Vorliegen von erblicher Belastung von der Ehe abzuraten. Das war die eugenische Idee dahinter. Es haben so wenige Paare diese Eheberatungsstelle besucht, dass diese Eheberatungsstelle als voller eugenischer Misserfolg interpretiert wurde, und zwar von allen Beteiligten der eugenischen Zirkel. Und diejenigen, die da hingegangen sind, waren vornehmlich an Beratung über Verhütung interessiert. Das ist nämlich auch in Deutschland das Problem. Also in den Eheberatungsstellen ging es vornehmlich darum, um die Verteilung von Verhütungsmitteln. Daran waren die Menschen interessiert, nicht, dass ihnen irgendwelche Ärzte bezüglich ihrer Ehe Ratschläge geben. Dachten die Leute wirklich, dass es hirnrissig ist, ja? Nicht die Ärzte. Ja? Ein weiterer wichtiger Vertreter ist Rudolf Lassack, von 1922 bis 1930 Direktor der Wiener Trinkerheilstätte. Er gehört zu dieser Studentengruppe, die ich im rund um Alfred Plötz geschildert habe. Er ist ein Österreicher, der in Zürich an diesem Studentenzirkel teilnimmt, auch Dozent für Physiologie in der Schweiz wird, später nach Italien geht, aber 1915 den Gründern des Arbeiterabstinentenbundes gehört. Und gerade im Arbeiterabstinentenbund sind derartige eugenische Ideen ganz stark vertreten worden von Leuten wie Vlasak oder auch seinem Kompagnon Richard Fröhlich, hat auch mit ihm in Zürich studiert, ist Augenarzt geworden, Augenarzt in Wiener Neustadt, nicht so bekannt, auch eher Eugeniker. Viktor Hammerschlag ist nicht nur Sozialdemokrat, sondern gleichzeitig Mitglied von Bnei Brit und in jüdischen Sachen engagiert, auch Eugeniker, aber vor allem an der Frage der Taubstummheit, was natürlich in seinem Fach der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ein Anliegen ist. Und er ist wahrscheinlich einer der Ersten, der zur Vererbung von Taubstummheit eine durchaus auch international angesehene Schrift veröffentlicht hat. Was der macht, ist durchaus
brauchbare Genetik für seine Zeit und seinen Kenntnisstand. Aber er ist sozusagen auch eugenisch orientiert. Schließlich Ernst Gabriel, Schüler von Vlasak, dessen Nachfolger nach 1930, Psychiater und einer der wenigen, die hier von der Sozialdemokratie in den 30er Jahren, das heißt spätestens 1935, zur NSDAP wechseln. Das heißt also jemand, der auf der eugenischen Schiene beim vom Sozialismus zum Nationalsozialismus gelangt. Schließlich Felix Tietze, ein Kinderarzt, Sekretär des Österreichischen Bundes für Volksaufarbeitung und Erbkunde, Kinderarzt und Jurist, Organisator von Kinderfürsorgeaktionen aus der Wiener Kinderklinik heraus, später in die englische Emigration gegangen, Mitglied der American Eugenics Organization, der Eugenics Education Society in England, also jemand, der sein Leben lang in der eugenischen Bewegung drin blieb, der also heute auf allen möglichen, also wenn Sie Eugenics Watch, eine eugenikkritische Website nachschauen, finden Sie sofort Felix Tietze. Der wird da auf jeden Fall erwähnt. Das ist ein markantes Beispiel für die Niederträchtigkeit der Eugenik. Ja? Oder ein jüngerer Verwandter von ihm, Christopher Tietze, der vor allem als Demograf dann der Emigration eine große Rolle spielt, aber in etwa diesem Bund für Volksaufarbeitung und Erbkunde in seinen frühen Jahren tätig ist. Was sind sozusagen die Projekte, die die sozialistische Eugenik umsetzt? Ich habe schon gesagt, die Eheberatungsstelle, es gab nicht nur die in Wien, auch die Stadt Graz hat eine Eheberatungsstelle eingerichtet, die allerdings beide bei Beginn des Ständestaates aufgelöst wurden und in Wien zumindest dann im Sinne von katholischer Eugenik neu institutionalisiert wurden 1935. Weiters die Trinkerheilstätte, wobei man sagen muss, in beiden Fällen geht es, das ist typisch an der sozialistischen Eugenik, um Erziehung, also erzieliches Einwirken, um dann sozusagen das biologische Produkt zu verändern. Das ist der Hintergrund mehr oder weniger der Hintergrund der sozialistischen Eugenik. Also vor allem geht es in der Trinkerheilstätte auch um Therapie von therapierbaren Trinkern. Die Milieus, in denen sozusagen Eugenik in der sozialistischen Bewegung verankert ist, ist der Arbeiterabstinentenbund. Wenn man dessen Zeitschrift durchschaut, gibt es vieles von eugenischer Argumentation. Das ist aber in der gesamten Antialkoholbewegung der Fall. Das heißt, egal ob die nun katholisch oder wie immer geartet ist, im Zusammenhang mit Alkohol wird über Vererbung diskutiert. In Deutschland ist es so, dass die sozialistischen Frauenorganisationen und die Arbeiterwohlfahrt von Forschern ausgemacht wurden als diejenigen sozialistischen Milieus, in denen es auch starke eugenische Argumentation gab. Ob das für Österreich zutrifft, kann ich Ihnen nicht sagen. Darum habe ich es hier mit Fragezeichen hingeschrieben. Nun, was ist der Österreichische Bund für Volksaufarbeitung und Erbkunde? 1928 bis 1934 existiert der und heißt auch so, er existiert dann weiter, allerdings unter einem anderen Namen. Er heißt dann Verein für menschliche Vererbungslehre und Endokrinologie und ist danach eigentlich nur noch ein reiner Wissenschaftsverein. Geprägt von jemandem, den ich Ihnen da unten aufgeschrieben habe. Julius Bauer, ein Internist, 1938 in die USA emigriert, der zusammen mit seinen Schülern in den 40er, 50er Jahren eine Vielzahl von genetischen Krankheiten aufgeklärt hat. Also zum Beispiel die Sichelzellanämie und eine ganze Reihe von erblichen hämatologischen Erkrankungen wurden von Bauer und seiner Gruppe studiert und identifiziert. Ja. Diese Gruppe, also Julius Bauer und andere, sind innerhalb dieses Bundes Leute, die einem internationalen Trend folgen, dass sich nämlich die Wissenschaftler in den 30er Jahren von der Eugenik abzusetzen beginnen. Das ist typisch für die USA, für England, auch in anderer Form in Frankreich, natürlich auch in Skandinavien. Ja?
Und diese Kritik gibt es auch in Österreich. Das heißt, es gibt zwar auch in Österreich 33, 34 eine Diktatur, aber es gibt Möglichkeiten, noch frei wissenschaftlich zu diskutieren. Das ist noch nicht von der Ideologie des Regimes so eingeschränkt, dass man nicht Dinge öffentlich äußern kann. Und Julius Bauer äußert ab 33 ganz explizite Kritik an den Nazi-Eugenik-Gesetzen, das heißt an dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Und er ist wahrscheinlich im deutschen Sprachraum der heftigste Kritiker überhaupt. Das heißt, auch diese Form von Kritik gab es von jemand, der ehemals zur eugenischen Bewegung dazugehörte. Aus dieser Bewegung scheiden aus der Vorsitzende, Julius Wagner Jaurek. Ich will jetzt nicht auf die Kontroverse über seinen Namen hier in Linz, Julius Wagner Jaurek Klinik, eingehen. Okay, das ist vielleicht für ein anderes Mal. Nach 1934 übernimmt diesen Posten als Vorsitzender Arnold Durig, Physiologe in Wien, einer, der in vielen Bereichen tätig ist, als Vorsitzender solcher Organisationen. Auch tritt zurück Heinrich Reichel. Überhaupt die deutschnationalen Mitglieder aus diesem Verein scheiden aus. Ja? Mit Heinrich Reichel und Alois Scholz sind sozusagen im Vorstand dieses österreichischen Bundes auch die Spitzenvertreter der Wiener Gesellschaft für Rassenpflege, also quasi des deutschnationalen Parallelvereins. Und man muss auch sagen, okay, es ist nicht ganz, manchmal wird es so dargestellt, dass der Österreichische Bund für Volksaufwartung ein Bündnis von Deutschnationalen und Sozialdemokraten meist jüdischer Herkunft sei. Das ist nicht ganz der Fall. Hier unten steht Thomas Scherer. Sehen Sie, wer Thomas Scherer ist? Ganz unauffällig. Ja. Er ist der Sektionschef der Volksgesundheitssektion im Sozialministerium. Das heißt, das, was heute das Gesundheitsministerium ist. Ja, der oberste Chef der Gesundheitsbehörde. Er ist derjenige, der zum Beispiel Subventionen vergibt. Also seine Sektion vergibt die Subvention von 1.000 österreichischen Schillingen an die Wiener Gesellschaft für Rassenpflege, damit die ihren Delegierten zur internationalen Tagung, zur IFEO, schicken kann. Und dergleichen auch an den Bund für Volksaufwartung und Erbkunde. Thomas Scherer ist jemand, der vornehmlich Psychiater ist. Also er hat nach anfänglicher Tätigkeit als Gemeindearzt in Frastanz, er ist Vorarlberger, eine Karriere als Psychiater hinter sich am Wiener Steinhof, wird aber dann Landessanitätsreferent in Vorarlberg, gleichzeitig auch Chef der Valduna, also der größten Psychiatrie in Vorarlberg, das heißt der einzigen Psychiatrie. Und 1925 bis 1934 Sektionschef und Leiter des Volksgesundheitsamts im Bundesministerium für soziale Verwaltung. Und er gehört, ich weiß nicht, ob Sie das unten entziffern können, als Urfilister der CV-Verbindung Austria an. Also es gibt auch jemanden von der eindeutig schwarzen Seite, der hier vertreten ist. Und das ist sozusagen der einflussreichste Gesundheitsbeamte. Es gibt noch andere Gesundheitsbeamte im Ministerium, Ernst Brezina, Siegfried Rosenfeld, die ebenfalls in diesem Bund für Volksaufwartung tätig sind. Interessanterweise verschwindet das Thema Rassenhygiene und Eugenik aus der Agenda des Ministeriums mit seinem Ausscheiden 1935. Wir wissen nicht, worauf das zurückzuführen ist. Wir wissen nicht, warum er mit, Sie können sich ausrechnen, 34 und 22 mit 56 Jahren als Sektionschef in Pension gehen musste. Eine Vermutung ist, es gab gerade einen Heimwehrminister, der hier als Minister tätig war, und das ist möglicherweise der Grund, warum er gehen musste, aber das ist eine reine Spekulation. Wir wissen noch nicht, warum das so ist. Meistens ist es so, warum diese Ministerialbeamten ausscheiden, hinauffliegen oder sonst was, weiß man nicht. Das ist so typisch. Aber wie gesagt, das ist sozusagen ein schwarzer Vertreter in der Eugenik. Und hier sehen Sie ein überraschendes Zitat. Ich habe den letzten Satz, auf den es mir nämlich ankommt, unterstrichen. Das heißt, in der heutigen Zeit der wirtschaftlichen Bedrängnis gilt ganz besonders das Wort, dass Schaden zu verhüten besser sei als Schaden zu heilen. Auf gesundheitlichem Gebiete bedeutet dies vor allem Volksbelehrung.
Es ist zu hoffen, dass die österreichische Gesellschaft für Volksgesundheit, bei deren Eröffnung der Begrüßungsansprache werden diese Worte gesprochen, ihre Tätigkeit in dieser Richtung weiter ausdehnen wird und dass es wie im Deutschen Reich zu einer Zentralstelle für hygienische Volksbelehrung kommen wird, die sich auf dem Weg über die Ertüchtigung des Einzelnen die Aufartung der Rasse als Endziel setzen muss. So spricht ein Minister im Jahr 1929. Und Sie werden sich fragen, wer ist das? Und hier sehen Sie die Auflösung. Es ist niemand anderer als der Sozialminister Dr. Theodor Initzer. Ich will hier kein Initzer-Bashing beginnen. Nur die Frage ist, wie ist das in seine Rede gekommen? Normalerweise schreiben Minister auch derartige Begrüßungsworte nicht selber. Es wird ihnen vorgeschrieben. Ja, weil es gibt einen Ghostwriter. Auch damals. Ja? Also wie das da hineingekommen ist, muss man sich fragen. Aber es wurde auf einer der prominentesten österreichischen Gesundheitstagungen 1929 geäußert. Und hier finden Sie schließlich die letzte Entwicklung, die sogenannte katholische Eugenik. Man muss sagen, in anderen Ländern, beispielsweise in Deutschland, gab es katholische Eugenik bereits seit mindestens den frühen 20er Jahren. Die amerikanischen Katholiken haben sich so durch die frühen Sterilisationsgesetze bereits um 1907 mit Eugenikfragen auseinandergesetzt. Es gibt einen entfernten Nachhall in österreichischen theologischen Zeitschriften, die derartige ethische Fragen auch schon 1910 diskutieren. Ja. Wie soll man sich ethisch dazu stellen zur Sterilisation? Ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Das ist vom kirchlichen Lehramt noch nicht entschieden, also kann man es 1910 diskutieren, aber es ist eine rein theoretische Diskussion. Eine wirkliche katholische Eugenik gibt es in Österreich vor 1930 überhaupt nicht. Das ist kein Thema unter Katholiken. Es gibt eine einzige Ausnahme, einen Außenseiter in Graz, Johannes Ude, Professor an der Theologischen Fakultät, der einen Verein während des Ersten Weltkriegs gründet, Österreichs Völkerwacht. Eine Vielzahl von lebensreformerischen Bestrebungen hat. Also er tritt gegen den Alkohol auf, aber auch gegen den Tabakkonsum. Teilweise ist er für Vegetarismus in katholischer Variante und. Und nebenbei spielt auch Eugenik eine Rolle. Ja? Verbesserung der Rasse. Ja? Okay, Johannes Ude ist ein derartiger Außenseiter, ist später, also 1951, ist er dann pazifistischer Bundespräsidentschaftskandidat geworden. Okay, es gibt alle möglichen Entwicklungen. Das ist sicher ein Unikum, eine frühe Form von katholischer Eugenik. Der eigentliche Auslöser ist die Ehe-Enzyklika Casti Connubii von 31.12.1930, daher ist immer so fraglich 1930 oder 1931 erschienen, Sie werden beide Angaben finden. Und danach setzt eigentlich erst die Diskussion ein. Was eindeutig klar ist bei Casti Connubii, diese Enzyklika beschäftigt sich mit der katholischen Eheauffassung, nicht mit Eugenik, Rassenhygiene. So was tut ein Papst nicht, dass er sozusagen eine Enzyklika der Rassenhygiene widmet. Nein, irgendwo peripher steht und Sterilisation ist verboten und für Katholiken nicht erlaubt. Ja, und das hat natürlich die deutsche katholische Eugenik ganz massiv in die Bredouille gebracht, weil die nämlich auch katholischerseits die Sterilisation befürworteten. Selbst der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer übrigens. Ja. Aber die katholische Kirche sagt, nicht, das geht nicht. Allerdings steht auch in dieser Enzyklika, gesunde Vorschläge in Richtung Eugenik sind der natürlichen Vernunft nicht zuwider, so in der deutschen Übersetzung. Das heißt, man kann Casti Connubii auch als eine pro-eugenische Enzyklika interpretieren, allerdings eben nur unter katholischen Gesichtspunkten. Und das ist die Entwicklung, die katholische Eugenik nimmt, und zwar besonders in Österreich. Die Befolgung der katholischen Sexualmoral ist die beste Eugenik. Das ist der Kern der katholischen Eugenik. Die Menschen müssen sich nur nach der naturgetreuen Familie, so das Schlagwort, richten. Das heißt, die katholische Moral einhalten und dann sind die menschlichen Verhältnisse am besten geordnet und es gibt keine Schwierigkeiten in der Gesellschaft.
Okay, und das muss man unterstützen. Dafür gibt es nun verschiedene Überlegungen. Diejenigen Kreise, die das propagieren, sind einerseits eine neu gegründete Organisation, die St. Lukas-Gilde katholischer Ärzte, was eigentlich nur eine österreichische Lokalorganisation einer internationalen Kette von Organisationen ist. Also St. Luke's Guilds gibt es überall. Sie kommen vor allem aus dem angloamerikanischen katholischen Bereich. Das ist sozusagen eine Kerngruppe, die sich mit dieser katholischen Eugenik beschäftigt. Dann auch im Programm hat Eugenik, diese katholische Form von Eugenik, die 1934 gegründete Vereinigung christlich-deutscher Ärzte, eigentlich der Vorläufer der heutigen Vereinigung österreichischer Ärzte, das heißt der ÖVP-Ärzteorganisation. Und ein Verband, der sich dieser katholischen Eugenik vor allem widmet, ist der Verband Familienschutz. Ich will jetzt die Teilnehmer nicht auch noch benennen, weil das wahrscheinlich zu viel in die Details führt. Der Verband Familienschutz propagiert Familienbeihilfen, Familienunterstützungen finanzieller Natur und damit gerät er sofort im Ständestaat in Schwierigkeiten, weil nämlich die Regierung sagen muss, wir haben das Geld nicht dafür. Oder zumindest die Regierung hat die Ideologie, dass sie das Geld nicht hätte. Man kann über die ökonomische Politik des Ständestaates so manche unterschiedliche Meinung haben. Diese Leute meinten, das Geld sollte sozusagen in die Familien gesteckt werden, zur Unterstützung der naturgetreuen Familie, zur Förderung der Familien. Und man kann sagen, okay, das ist der Ausgangspunkt für die Familienpolitik, vor allem die katholische Familienpolitik nach 1945. Und da setzt sich vieles von dieser katholischen Eugenik fort. Es spielt deshalb diese katholische Eugenik in Österreich eine derartig große Rolle, weil 1936 der zweite internationale Kongress katholischer Ärzte hier tagt, nämlich in Wien, und Eugenik zum Hauptthema hat und quasi die internationale katholische Ärzteschaft Eugenik diskutiert. Das heißt, es gibt auch eine allerdings sehr spezifische und mit der nationalsozialistischen Eugenik, Sterilisation, Ehestandsüberprüfung und sonst was, nicht vereinbare katholische Eugenik. Dieser Antagonismus wird ganz deutlich in den 30er Jahren ausgespielt. Nun zum Letzten, zur Eugenik und Vernichtung. Man muss dazu sagen, mit Ausnahme der Jahre um 1900 propagieren Rassenhygieniker und Eugeniker nicht die Euthanasie. Das heißt, es gibt in den frühen Schriften von 1895 bei Alfred Plötz oder bei Ernst Haeckel um 1900 in den Welträtseln, da gibt es Passagen, wo gesagt wird, naja, okay, behinderte Kinder, die sollte man besser mit einer kleinen Dosis Morphium umbringen, die Eltern geben sich nicht weiter rebellischen Gefühlen hin und versuchen es frisch fröhlich aufs Neue, so steht es bei Plötz, ja, 1895. Derartiges kommt später nicht wieder vor. Die Eugeniker haben sehr schnell begriffen, dass die Propagierung der Euthanasie ein Kritikpunkt ist, der gegen sie gerichtet wird, und haben das nicht wieder vertreten. Umgekehrt ist es so, dass die Propagandisten der Euthanasie bzw. der Patiententötung, also zum Beispiel Alfred Hoche, von dem Sie letzte Woche gehört haben, keine Vertreter der Rassenhygiene und Eugenik sind. Hoche hat sich nie mit Rassenhygiene und Eugenik befasst. Ja? Das kommt bei ihm einfach nicht vor. Allerdings muss man sagen, so scharf und klar die Trennung nach außen hin sein mag, hinter den Kulissen schaut es nicht so aus. Es gibt nicht öffentliche Überschneidungen. Zum Beispiel der prominenteste deutsche Eugeniker Fritz Lenz könnte nach 1945 aufgetreten sein und gesagt haben, okay, also Euthanasie habe ich nie propagiert. Ja, es gibt allerdings vom Jahr 1940 das Protokoll jener Konferenz, wo eine Runde von Experten ein Euthanasiegesetz für Deutschland ausgearbeitet hat. Und Fritz Lenz ist einer der radikalsten Vertreter, der eher noch argumentiert hat, auch diese Gruppe sollte man einbeziehen und diese Gruppe sollte man einbeziehen. Das heißt, hinter den Kulissen, in geheimen Protokollen, gibt es durchaus eine Überschneidung zwischen Rassenhygienikern und Leuten, die ganz klar die Euthanasie oder die Patiententötung propagieren. Viele der Euthanasietäter, die dann in der T4-Aktion tätig werden, haben eine rassenhygienische Vorbildung, sind teilweise
die Vortragenden für Rassenhygiene, das heißt der in Wien Hauptverantwortliche Hans Bertha, er kommt aus der Steiermark, ist 1938 bis 40 kommissarischer Leiter der Nervenklinik und hat auch den Lehrauftrag für Rassenhygiene. Ja, derartige Überschneidungen gibt es häufig. Viele Euthanasietäter sind Mitglieder von Erbgesundheitsgerichten, die über die Zwangssterilisation entscheiden. Das heißt, das überschneidet sich. Und es gibt natürlich eine propagandistische Vorbereitung. Filme, die die Vererbung propagieren, also die Berücksichtigung der Vererbung im Sinne von Maßnahmen wie Sterilisation, die für Sterilisation argumentieren, sind Filme, die quasi derartiges Denken vorbereiten. Die Filme wie Erbkrank, 1935 erschienen, ein sehr einflussreicher Aufklärungsfilm der Nazis, sind sozusagen die Vorläufer von späteren Euthanasie-Propagandafilmen. Allerdings muss man sagen, die Gleichsetzung, dass sozusagen Zwangssterilisation und Euthanasie dasselbe sind, ist vor allem eine Sache, die von der katholischen Kritik vollzogen wird. Dort finden Sie die eindeutigste Gleichsetzung und die Kritik davon. Da ist Geburtenverhütung gleich Sterilisation, gleich Abtreibung, gleich Euthanasie und Patientenmord. Das ist alles eines. Ja? So wie heute auch wieder. Ja? Also radikale Katholiken werden sagen, okay, Sie reden über den Patientenmord in der Nazizeit, warum reden Sie nicht über die Abtreibungsseuche heute? Ja? Okay, dieselbe Argumentation hat man damals. Also von dieser Seite ist sozusagen die Gleichsetzung ganz eindeutig. Und man muss sagen, die Hauptauswirkung all dessen, was ich Ihnen heute erzählt habe, ist die Abwertung behinderter Menschen, die in der Öffentlichkeit propagiert wird. Durch diese Vererbungsdiskussion und die Überlegungen, wie kann man das verhindern. Das ist der wesentliche Punkt in dem Vordenken der Vernichtung. Dankeschön.